Willkommen in der aufregenden Welt von Wild. Hier kannst du einzigartige exotische Haustiere entdecken, die deine Fantasie beflügeln. Wir sind stolz darauf, die führende Online-Plattform für den Handel mit exotischen Tieren zu sein. Das nächste Ding leite ich vielleicht anders ein. Bei der nächsten Geschichte habe ich jemanden gefragt, ob er involviert ist, weil ich nicht glauben konnte, dass es real ist. Seid bereit, sauer zu werden. Aber wir warten mal ab, wir recherchieren jetzt hier gleich gemeinsam, okay? Also, ich habe Marvin Wildhage geschrieben, Originalwortlaut auf Insta. Yo Marvin, ich wollte sehr jugendlich wirken. Ist das von dir? Fragezeichen. Hab ihm einen Screenshot geschickt. Nicht, dass ich dir die Tour versaue. Wenn nicht, gehe ich da rein. Liebe Grüße, Robert. Marvin schrieb zurück. Mega nett, dass du vorher an mich denkst und nachfragst. Ich wünschte, es wäre ein Prank, aber ich habe damit nichts zu tun. Okay, da Marvin Wildhage damit nichts zu tun hat, frage ich mich, wer dann? Weil das kann eigentlich nicht sein. Das, was wir uns jetzt gemeinsam angucken, das kann nicht sein. Wir tasten uns ran, wir arbeiten uns gemeinsam ran. Mal gucken, was... Ich bin gespannt, was ihr sagt, weil ich bin unsicher. Passt auf, also. Am 21.08. gab es eine Pressemitteilung auf OpenPR. Löwen, Schimpansen, Fennecs sind Wüstenfüchse, für zu Hause. Wild, WYLD, der Marktplatz für exotische Haustiere, geht an den Start. Ich mach's mal ein bisschen größer, dann könnt ihr auch mitlesen, wartet. Sie sind modern und außergewöhnlich. Wieso sollte ihr tierischer Begleiter es dann nicht auch sein? Für alle, denen das Gewöhnliche nicht gut genug ist, geht Wild, der innovative Marktplatz für exotische Haustiere, am 13. September, wir haben also noch ein bisschen, online. Schon jetzt können interessierte Kunden sich auf der Website, gucken wir uns gleich an, einen ersten Überblick verschaffen und sich registrieren, um nach dem Launch als Erste ihre neuen Begleiter zu ordern. Mit einem breiten Angebot faszinierender Tiere aus aller Welt verspricht Wild ein einzigartiges Einkaufserlebnis für Tierliebhaber und eine Revolution im Handel mit exotischen Haustieren. Die Welt der Exotik erwartet sie. Haustiere neu definiert. Wild öffnet die Tore zu einer faszinierenden Welt von exotischen Haustieren, die Tierliebhabern bisher verborgen blieb. Der Marktplatz bietet eine vielfältige Auswahl an außergewöhnlichen Tieren, darunter majestätische Karakale. Das sind so luchsähnliche Katzen aus Afrika. Habe ich einmal in meinem Leben in Kenia fotografiert. Herzerwärmend niedliche Plumploris und viele weitere faszinierende Geschöpfe. Dabei haben Kunden die Möglichkeit, bequem von zu Hause die Schönheit und Einzigartigkeit dieser Tiere zu entdecken. Eine Plattform, die Verantwortung und Qualität vereint. Das ist doch von Marvin oder was? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Oder von Böhmermann. Wer schreibt denn so eine Scheiße? Eine Plattform, die Verantwortung und Qualität vereint. Wild legt größten Wert auf verantwortungsbewussten Handel und höchste Qualität. Wir reden hier von Tigern und so. Alle exotischen Haustiere werden sorgfältig von renommierten Züchtern und Händlern ausgewählt. Die Kunden können sich zudem darauf verlassen, dass ihre Käufe bei Wild in Deutschland komplett legal sind. Aha. Komfortables Einkaufserlebnis und innovative Perspektiven. Als ich es gelesen habe, ich kann es nicht glauben. Mit Wild erhalten Tierliebhaber nicht nur Zugang zu einer breiten Auswahl an exotischen Haustieren, sondern auch an Zubehör und Futter. Die Website bietet eine benutzerfreundliche und interaktive Plattform, die es dem Kunden ermöglicht, bla bla bla. Showrooms in ganz Deutschland, dies, das. Wir gehen rein, guckt mal. Das ist die Website. Wir haben auch einen Instagram-Auftritt, da ist noch nicht viel los. 61 Follower, 176 gefolgt, kann man mal reingehen, sich das anschauen, ist immer ganz spannend, wer solchen Leuten folgt und wem die folgen für eure Eigenrecherche. Facebook-Auftritt, was soll ich sagen, mehr als lächerlich. Naja, okay, wir gucken mal auf die Website. Hashtag werde wild, melde dich jetzt an. Das besondere Accessoire, dein exotisches Haustier, exotische Haustiere für alle. Guck mal, ihr schreibt hier auch schon die ganze Zeit, das ist doch Quatsch. Impressum war auch mein erstes Ding. Wir gehen ins Impressum rein, Internal Server Error. Mhm. Vorhin konnte ich da noch drauf zugreifen. Internal Server Error. Wild Deutschland. Guckt mal hier unten. Im Handelsregister habe ich geschaut, da ist das noch nicht eingetragen. Animal Trading GmbH in Gründung heißt in Gründung, dann ist es noch nicht eingetragen. Man findet keinen einzigen Personennamen. Hier ist eine windige Telefonnummer, eine E-Mail. Ruf mal an. Ihr ruft doch da schon alle gerade an. Hier gucken fast 10.000 Leute zu. Einer von euch ruft doch da jetzt an. Und mit einer meine ich 10.000. Okay. Well, well, well. Folgt uns, Kreditkarten akzeptiert, garantiert die besten Preise, 100% sicher und legal, kostenlose Lieferung. Alter, im Leben nicht. Das ist,
Nie im Leben safe. Das ist ein Fake. Hier, das ist übrigens ein Karakal, ne? Ein dicker, fetter Karakal. Da gibt es auch so einen Instagram-Account, wo so ein böser Karakal die ganze Zeit sauer ist. Hier haben wir einen Pfennig. Wir gucken mal, was wir alles haben. Also in 11 Tagen gehen die live. Willkommen in der aufregenden Welt von Wild. Hier kannst du einzigartige, exotische Haustiere entdecken, die deine Fantasie beflügeln. Wir sind stolz darauf, die führende Online-Plattform für den Handel mit exotischen Tieren zu sein. Zum Webshop. Internal Server Error. Was ist hier los? Nur noch Errors. Seid ihr da alle gerade drauf? Also es gibt einen verspielten Nasenbär. Die Seite wurde nur für mich gemacht. Ich glaube auch. Ich glaube, die Zoos haben nach ihrer VDZ-Nummer, haben die ganz schnell diese Webseite gebaut von dem Arbeitskreis, von der Arbeitsgruppe und von ihrer Marketingagentur, um mich zu locken. Die wollen mich. Die wollen mich kriegen. Ihr habt mich, liebe Zoos. Also, es gibt verspielte Nasenbäre für 999 Euro. Kuscheliges Rotnacken-Wallaby. 6,89. Easy. Flauschiger Sugarglider, die werden sowieso gerade in Deutschland immer mehr abgegeben in Tierheimen. Das sind so eine Art Flughörnchen, ne? Aus dem papua-neuguineischen, indonesischen Raum. Siehst du in Jakarta und auf umliegenden Märkten, Sumatra, bla bla, siehst du überall. Also die werfen den immer so hoch und dann landen die so. Prächtiger Löwe für 4.500. 100% legal, alle Produkte. Ah, scheiße, Internal Server Error. Es gab noch Karakal, habe ich gesehen, also diese Katze. Tiger, majestätischer Tiger hieß es, glaube ich. Ein Cutter, also eine Lemure. Was habe ich da noch gesehen? Weiß ich nicht. Aber man kann sorgenfrei shoppen. Wild entspricht zu 100% deutschen Gesetzesvorgaben für den Handel mit exotischen Haustieren. Damit kannst du dir bei uns völlig legal und unbeschwert deine neuen tierischen Begleiter holen. Zum FAQ-Bereich. Auch Internal Server Error. Das gibt's doch nicht. Ich habe es mir vorhin alles angeguckt, deswegen kann ich noch so ein bisschen aus dem Gedächtnis erzählen. Also, es gibt dann auch Fashion, passend zum Leoparden. Das ist Leopard, weil keine Punkte drin, sonst wäre es ein Jaguar. Ja. Gibt es dann auch Leopardenoberteile und Ringe. Petfluencer. Kommt zur Eröffnung unseres Showrooms. Das ist doch safe eine angemeldete Demo von PETA oder so dann. Wo man hingeht, und wo man dann, ne. Oder versuchen die Zoos hier überzählige Tiere loszuwerden. Ich habe dann kurz darüber nachgedacht. Könnt ihr euch erinnern, als damals, wie lange ist das her? Das gibt's noch irgendwo in meinen Instagram-Story-Highlights, als Nico, also Inscope 21, mit dieser Delfin-Geschichte rauskam. Er und seine Kumpels haben einen Baby-Delfin gekauft und haben den zusammen gebraten, gegrillt. Das ging super krass viral am Ende. Und mir haben das 1000 Leute geschickt. Ich habe gesagt, es ist fake. Habe ihm damit fast die Tour versaut. Ich habe ihm bei Tim Gabel schon mal erzählt. Ne? Und am Ende war das dann für damals Follow-Fisch, glaube ich, dass man bewussten Fischkonsum machen soll. Das ist doch auch sowas. Deswegen dachte ich gleich an Marvin, der ja immer solche Sachen macht. Könnte auch vom Böhmermann sein. Oder das ist von PETA, Deutsches Tierschutzbüro. Oder die Zoos wollen mich verarschen. Die wollen mich ja eh verarschen. Ich weiß es nicht. Aber wir sehen hier noch einen Serval. Oder Savannah Cat heißen die, glaube ich, auf Englisch. Ne? Hier haben wir unseren Lemuren. Dann habe ich mich ganz kurz zurückerinnert, dass ich damals einen Kollegen hatte, als ich da in Europas schlechtestem Aquarium gearbeitet habe. Und der andere, also mein Pendant im Meerwasserbereich, im warmen Meerwasserbereich, war ein Mann, der auch diese hier gezüchtet hat. Und dann habe ich mal ganz kurz geguckt, ob man die noch kaufen kann. Serwale. Und tatsächlich, also der hat damit sein Geld nebenbei verdient. Der hat, glaube ich, Diskus gezüchtet, also Fische und Serwalkatzen. Die kann man in Deutschland einfach legal kaufen. Dann habe ich hier überall geguckt. Also aktuell kannst du echt einige Serwalkatzen kaufen. Zwischen 600 bis 3000 Euro. Hart, ne? Das ist eine Katze, die kann aus dem Stand, glaube ich, 6 Meter hochspringen. Da haben wir mal eine schöne. Ey, ohne Scheiß, Leute. Ich glaube, das ist Fake. Was sagt ihr? Sagt mal, for real, eine 1 in Chat und Fake, eine 0. Haut mal rein. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Überwiegend 0. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, Leute. Werde wild. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht daran. Wer geht denn am... Ich habe leider an dem Tag keine Zeit. Wer geht zur Shop-Eröffnung in 11 Tagen? Wer geht nach Berlin zur Shop-Eröffnung? Kann da jemand hingehen, bitte? Und mir live davon berichten? Bitte. Das ist doch Fake, oder was? Wenn ich da jetzt anrufe, ist da besetzt. Berlin. Ihr fragt, wo es ist. Es ist Berlin. Das ist doch extra für mich gemacht. Das ist doch nur gemacht, um mich zu triggern. Das ist doch nur gemacht, um meine Zeit zu verschwenden, um abzulenken von meiner richtigen Arbeit, oder nicht? Ach hier, kleines Listäffchen noch.
Drei-Finger-Faultier, Alter. Bup, bup. Da ist es. Das ist doch... Ich glaube, vorhin, als ich geguckt habe, da war das Listäffchen echt günstig. Sowas wie 250 Euro. Da hätte ich mir gleich 10 Stück geholt. Im Leben nicht. Das Schlimme an der Geschichte. Also, ich glaube nicht, dass das legal... Ich glaube nicht, dass es real ist. Ich glaube, das ist ein Fake. Genau wie damals bei InScope von einer Tierschutzorganisation, um darauf hinzuweisen, dass das aber die Realität ist. Dass du das machen kannst. Dass in Deutschland Tiger in Privathaushalten leben. Dass Löwen in Berlin rumlaufen. Dass es aber wirklich Löwen in Privathaushalten gibt. Und Bären und Schlangen und alle möglichen exotischen Haustiere und Karakale und Serwalkatzen und Listäffchen und was weiß ich nicht alles. Ich habe mal eine ganz blöde Frage gesagt, Andrea. Ist es legal? Ja, das ist legal. In einigen Bundesländern ja, in einigen weniger. Auflagen dafür teilweise weniger als für einen Listenhund. Es kommt darauf an. Man kann das nicht auf ganz Deutschland gleich pauschal beantworten. Aber ich sage euch, nee, der Marvin war es nicht. Den habe ich ja gefragt, der war es nicht. Aber stellt euch mal vor, es wäre wirklich so. Das wäre krass, oder was? Ist nicht lustig, gell? Lass uns hingehen. Ich bestelle mir jetzt ein Faultier. Ist kostenlose Lieferung. Eigentlich zuschlagen, müsste gleich zwei Faultiere reingehen. Ich würde auf jeden Fall auf majestätischen Tiger. Den kannst du in Rap-Videos einsetzen, den kannst du durch Berlin scheuchen. Was machst du noch mit dem Tiger? Der zerfetzt dir doch die Vorhänge. Der frisst, keine Ahnung, 20 Kilo Fleisch am Tag. Wisst ihr, was das kostet? Muss ja auch ein nachhaltiges Fleisch sein. Einfach zu wild, zu wild. Aber ich bin auch hin und her gerissen, weil es ja auch sein könnte. Ich bin so gespannt, was dabei rauskommt. Naja gut, in ein paar Tagen, in zwei Wochen ungefähr wissen wir mehr. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht der Umweltschutzorganisation die Tour versaut und meine Internethacker legen die Seite lahm. Oder das Handelsregister prüft nochmal. Oder meine Berliner Veterinärfreunde prüfen nochmal. Oder die Berliner Polizei prüft nochmal. Mediateam Postfach. Ja, habe ich auch. Pressekontakt, habe ich auch dieses Mediateam Postfach gefunden. Scheiße, dass ich nicht in Berlin wohne. Ist auch ein bisschen weit. Naja. Wir gucken mal, was passiert. Ich bin gespannt. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Max, hau das Ding mal raus vor dem Termin und wir machen dann nochmal ein Video nach dem Termin und gucken mal, was es dann wirklich am Ende war. Das kann nur eine Tierschutzgeschichte sein. Oder? Möglich wär's. Das ist das Geile. Das Geile daran ist es, dass es möglich wäre. Das ist eigentlich das Schöne. Ich bin Polizist und ich bin kurz davor. Vibi. I know. So ist es halt. Und irgendjemand muss mal hingehen. Weil ich kann leider an dem Tag nicht. Geil. Hier OPS. Liefern Sie bitte diesen Tiger aus. Und das kleine Listäffchen. Und die wollen beides. Aber nicht, muss getrennt transportiert werden. Kostenlos. Das ist so geil. Nee, das ist im Leben nicht. Das ist Fake. 100%. Ach Leute. Naja, gut. Oder sehen wir demnächst in Deutschland wirklich Löwen und Tiger. Und was weiß ich. Gibt es eigentlich auch Wölfe? Nee, Wölfe gab es nicht. Aber Karakala, Serwale und sowas alles auf deutschen Straßen ausgesetzt. Es gab auch eine Rückgabegarantie, weil die wollen ja sicherstellen, dass es auch alles tierschutzkonform ist. Mengenrabatt, ich frage nach. Bei 10 Tiger, ab 10 Tigern, mit dem Rabattcode TIGER10 gibt es bei, von Prinz Markus, gibt es 10% Rabatt auf Tiger. Wahnsinn.